Sachsen und Tschechien, das sind zwei Partner, die aufeinander angewiesen sind. Wir haben eine ganz intensive Zusammenarbeit. Seit vielen Jahren betreiben wir ein Verbindungsbüro in Prag und es zeichnet sich immer mehr ab, dass es eine wirklich richtige Entscheidung gewesen ist, weil wir ganz nah auch an den Themen der tschechischen Regierung sind. Mir ist der Austausch mit Premier Babiš sehr wichtig, weil wir ja gerade auch in der Corona-Zeit gesehen haben, wir sind abhängig voneinander und Entscheidungen im einen Land beeinflussen Menschen in dem anderen. Wir wollen nie wieder so eine Situation mit Grenzschließungen erleben. Wir wollen auf der anderen Seite einen stärkeren Austausch und auch eine andere wirtschaftliche Dynamik. Deswegen haben wir über Forschung gesprochen, über eine gemeinsame Initiative zwischen Liberec und Zittau, gemeinsam mit der Fraunhofer-Gesellschaft. Es ist jetzt an den Wissenschaftlern, das auszuarbeiten, aber auf mich macht das einen sehr guten Eindruck. Ja, wir sind auf der einen Seite unterwegs, um ein Stück weit jetzt auch den nächsten Schritt zu gehen in Zittau, unsere Investitionen bei Fraunhofer. Damit stärken wir den Hochschulstandort Zittau, die Region, die ja auch im Strukturwandel ist und die aber ein auch wirklich wichtiger Beitrag der wirtschaftlichen Kraft des Freistaates ist. Auf der anderen Seite geht es darum, auch Kultur, Identität weiter zu stärken. Und am Ende gehört das alles zusammen. Heimat, Kultur, Identität und Zukunft durch Forschung.